Willkommen zurück zu einer neuen Folge Hausflipper. Wir machen uns jetzt in unserem schönen Gaming-Zimmer noch ein paar Bildchen an die Wände. Ein Bild, damit es nicht so leer aussieht. Was habe ich jetzt für ein Bild genommen? Ein gemaltes mit Blümchen. Nehmen wir noch das da, das ist ja ganz schön klein, das Bild. Das hier sieht auch recht nice aus. Das kann man hier hinhängen. Und noch ein Bild. Nehmen wir das da. Dorthin. Reicht. So, wir nehmen wieder mal einen Auftrag an. 10 Stück. Ein Bunker. Substrate für Schnäppchen statt für Blumen. Kleiner Rasen mit Pool. Okay. Das kann man das irgendwie verkaufen? Nee, man kann nur einsehen, wie es aussah. Schön. Das ist ja mein aktuelles Haus. Wir könnten ein... Oh, 500... Oh, ja! Wir nehmen einfach erstmal die Aufgabe. Ich hoffe, die ist günstig und gibt viel Geld, denn wir haben nichts mehr. Unser Hausmeister-Service geht pleite. So, das ist wieder was vom DLC Garden Flipper. So, wo muss ich hin? Oh, schöne Äpfelbäume. Mähe den Rasen. Ja. So, das war laut. So, das haben wir fertig. Was? Hier ist auch was. Pflanzen, schön. Was soll man hier machen? Entferne Unkraut. Ja. Nichts leichter als das. Da ist immer noch irgendwo ein Kraut. Immer noch? Ach, hier. Pflanze die Pflanze ein 5x Bacchus Rebsorte. Ach du Scheiße. Bacchus Rebsorte. Das müsste dann Nutz sein. Bacchus Rebsorte, genau. 5x. 1, 2, 3, 4, 5. Ganz easy gemacht hier. Etwas über 100 bis jetzt ausgegeben, oder? Nee, nicht einmal. Aber haben schon ein Einkommen von 200, das gefällt mir.
Wir kramen erstmal die Löcher, bevor wir die Pflanzen da reinmachen. Hat ja keiner gesagt, dass es schön aussehen soll. Der will ja nur, dass wir das einpflanzen. So. Ja. Einmal rein damit. So, Erde zu. Und wässern. Erde zu. Und das jetzt noch dreimal. Ja, das ist ein Weintrauben, so wie es aussieht. So, hier sind wir fertig. Muss hier hinten was gemacht werden? Ja. Och ne, ach du Heimatland, was will denn der alles? Da wird mein Geld hinten und vorne nicht ausreichen. Unkraut, toll, hier ist irgendwo noch was. Hallo? Da war noch was. Hier ist doch gar kein Unkraut mehr. Nö. Will er mich jetzt so verarschen? Entferne Unkraut, ja. Wir gucken erstmal hier. Was? Hier, Unkraut. Aha. Okay. Die Bäume werden ganz schön was kosten. Hier gibt es noch Unkraut? Wo? Das hier vorne sieht mir so gepflegt aus. Haha, ich bin dem Unkraut auf der Spur. Das ist schon wieder was ganz Neues hier. Hä? Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Ach. Ja, jetzt. Wow. 100%. Och, komm schon. So, pflanze die Pflanze einen mittleren Kirschbaum. Nutz. Mittlerer Kirschbaum. Zwei Stück. Eins. Zwei. Pflanze ein mittlerer Birnenbaum. Mittlerer Birnenbaum. Eins. Zwei. Und mittlerer Pflaumenbaum. Der ist hier. Eins, zwei. So. Ja, das ist nicht so einfach. Wir graben wieder erstmal die Löcher. Der will nur einen Birnbaum. Ups. Dann schenkt man ihm einen, ist ja egal. Ja, für diese schweißtreibende Arbeit habe ich bis jetzt noch 394 Euro als Einkommen. Willst du mich doch verarschen, oder? Das ist doch nicht dein Ernst.
So, rein damit, rein damit. Rein, rein und zumachen. Wow, jetzt ist mein Einkommen gestiegen. Ja, komm, wir schenken ihm den Entbirnbaum. Ist ja nie so wild. Oh! Ja, haben wir noch vergessen, das Loch zu graben. Na komm. Jo, wir haben fast ein Einkommen von 900. Das gefällt mir. So, was hier? Pflanze eine Kunellkirsche. Entferne Unkraut. War das jetzt alles an Unkraut? %, 61. Ist immer noch irgendwo Unkraut. Willst du mich verarschen? Hier ist kein verdammtes Unkraut mehr. Doch. Dein Glück, Alter. Ist immer noch eins. Jetzt. Zweimal Kornellkirschen. Kornellkirschen. Hier. Alter, sind die groß. Eins. Zwei. Dreimal Zierquitten. Was das auch immer sein soll. Sowas. Eins, zwei, drei. Und dreimal Johannisbeeren. Die kenne ich. Eins, zwei, drei. Ja. An die Zierquitten müssen wir später ran. Da stehen jetzt die Johannisbeeren im Weg. Ach, dieses Löchergrab. Wir sind schon fast bei 1000 Euro Einkommen und haben bis jetzt Ausgaben von 350 gehabt ungefähr. Das lohnt sich. Ein Plus von 600 haben wir bis jetzt gemacht. Rein, rein, rein. Rein damit, Erde zu. So, jetzt haben wir die 1000 Euro verdient. Das ist schon mal sehr gut. Ach, die graben jetzt erstmal alle ein hier. Bevor wir sie wässern. Hallo?
Okay, das, ja. Eins, zwei, drei. Die müssen ja auch noch rein. Wir wollen ja gut Geld verdienen. Rein damit. Rein damit. Rein damit. Zumachen. Zu damit. Und zu damit. So, wir sind fertig mit der Gartenarbeit und haben etwas über 1100 ungefähr verdient. Was wollen wir mehr? Na, das ist doch mein Haus hier gerade. Cool. Wir haben einen neuen Fertigkeitspunkt. Natürlich mehr Geld. So. Okay. Ja, in der nächsten Folge nehmen wir die nächsten Aufträge an, denn es wird noch besser. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.